So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge jetzt. Ja, ich spiele einfach mal weiter. Da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind eben. Auf Am Anfang drittes Level. genau, und Otto Hunger sind wir jetzt. Ah, gehen wir mal rein. Gucken wir uns mal um hier. Lag hier nicht? Ne, hier lag nichts. Aber es gibt hier einen Raum, wo hinten auf dem Tisch oder hinter diesen Sitzen, da liegen dann solche Energiekugeln. Muss er nicht können sein hier. Doch, ich bin hier. Hallo. Meinst er nicht von allen Sterbern? Wir haben schon ein bisschen Angst. Sollen wir mal hier hochgehen? Was ist denn hier oben? Du sah nicht können sein hier. Ich bin noch hier. Meinst er nicht von allen Sterbern? Meinst er nicht von allen Sterbern? Ja, kann ich mal die Sitze rüber springen. Ja gut. Hier ist also nichts. Nee, ist nichts. Ja, aber okay, es ist ein weiterer Raum im Level. Der sieht aber anders aus, der war gar nicht da. Ja, das ist eine Wache, deswegen, ne? Nee, das ist keine Wache. Ist das eine Wache? Nein, sei nicht, weil er Nee, nee, ist keine Wache. Aber der hat. Und der da sieht aus genauso wie Jar Jar. Du sah gehen besser. Glaub ich aus. Rufen den Wachen. Oh, der meint, rufen den Wachen. Wir sind hier, um mit Boss Nass zu sprechen. Boss Nass reden mit Auswäldler. Aber Jar Jar warten hier. Jar Jar Binks, okidoki. Dusa findet Boss Nass jetzt. Ja, ich kann da nichts machen. Geht automatisch hinterher. Euer Lordschaft, ich bin Qui-Gon Jinn. Und dies ist mein Schüler Obi-Wan Kenobi. Wir sind Jedi-Ritter auf einer Mission von äußerster Wichtigkeit. Binks gebrochen nicht zur Rückkommigesetz. Verurteilele zu Geschlallage bis tot. Euer Planet wird von der Handelsföderation angegriffen. Wir müssen dringend die Naboo warnen. Wirsa nicht mögen Naboo. Und den Naboo nicht mögen Wirsa. Denn Sanabu denken Schlalalauer als Wirsa. Jar Jar Binks ist ja noch fast schon weggefahren, ja? Das habe ich nicht gesehen. Könnt ihr uns dabei helfen, die Stadt Theed zu erreichen? Mein Sa, geben Dosa ein Bongo. Den schnellsten Weg zu Naboo ist durch Zentrum. Dies viel beschossen und sehr gefährlich. Wir brauchen einen Navigator. Obi-Wan, du musst Jar Jar Binks suchen und ihn retten. Was sagen wir jetzt? Sag, wozu brauchen wir diese wertlose Kreatur? Ja, okay. Das würde ich jetzt auch wirklich fragen. Wofür brauchen wir diese wertlose Kreatur? Er ist schließlich immer noch ein Lebewesen. Und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er leidet. Ja, was ist mit Boss Nass und den Gunganern? Ich werde mit ihnen sprechen und versuchen, Jar Jar vor diesem Schicksal zu bewahren. Aber selbst wenn sie nicht einwilligen sollten, ihn freizulassen, werden wir Jar Jar mit uns nehmen. Ich werde ihn finden, Meister. Gut. Ja nicht viel und Obi-Wan, füge den Gunganern kein Leid zu. Ich spüre, dass du auf sie herabschaust. Vergiss jedoch nie, dass es lebende Wesen sind. Ja, das ist im Grunde eine Warnung, weil man natürlich gerne im Spiel unnötige Charaktere aus dem Weg räumt. Ja, genau. Charaktere. Übrigens, weißt du eigentlich, was passiert, wenn man zum Beispiel diesen hinten, den Typen, ne? Wie kann man macht das Umstoß? Da passiert nichts. Weißt du, was passiert? Ja, ich hab schon gespeichert, ich hab schon. Was ist, wenn man die nach vorne umstößt? Pass auf. Immer noch nichts? Doch, ach so, aber hab ich schon gesagt. Wie viel Kuh, die werfen immer noch Granat. Was ist denn hier los? Was machen die? Oh Mann. Also, wie man sieht, am besten, Qui-Gons Warnung folgen und genau. Aber was kann man eigentlich Boss Nass töten? Ja, lass uns mal an. Oder? Jar Jar wurde getötet. Ah, okay. Toll. Da schmeißen sie keine Malchantoren. Nein. Aber schubsen darf sie die nicht. Töten ist kein Problem. Aber schubsen? Nee, nee. Das. Nee, nee. Na gut, gehen wir mal. Gehen wir mal weiter. Schluss mit lustig. Schluss mit du lustig. Oh, du also Leuten gehen von Otto Gunga. Was ist mit Jar Jar geschehen? Sie nehmen Jar Jar zu Zellellen unten. Binks gebrochen den nicht zurückkommi Gesetz. Er wird dann bestraft.
Können Sie mir sagen, was ich finden gesagt, aber... Gemeinsam nicht helfen dir. Jaja wird angeschlagen bis tot. Ich glaube, von da unten hinten kommen wir runter, ne? Das ist ein Aufzug. Ja, genau, das ist der Aufzug. Da können erstmal quasi das andere. Auswäldler nicht können sein hier in Otogunga. Andere Gegenden ablaufen. Oder kommen wir von hier? Nee, von nicht. Da siehst du, da auf dem Sitz ist das. Aha! Da. Nicht hinter dem Sitz, sondern auf dem Sitz. Es wählte das ein Auswäldler? Wo kommen du her? Sag mal, Jaja. Ja, vielleicht hilft es. Ah, es gibt hier einen, so eine Zugangskarte. Ich denke, Verband. Man muss gar nicht an den Leuten irgendwie. Er ist zurückgekehrt. Wissen Sie, warum er verbannt wurde? Ist lange Geschichte, aber Jaja nicht geschickt. Verursacht großes Unfallall. Jaja peng den Gas und kaputt macht den Heyblieber von Boss. Dann verbannt wurde. Sprich noch weiter. Ja, achso, man kann gehen. Ach, okay. Ich hab irgendwie erwartet. Der fragt jetzt so, kannst du mir sagen, wo er ist oder so? Aber ja, nö. Nö, das muss er. So, da hinten geht's runter. Da hinten kommen wir her, ne? Ja. Dann müssen wir wohl runter. Ich kann man kein Doppelsprung machen. Ist wahrscheinlich gegen die Decke springen. Aber hier kann man übrigens rausspringen. Ja. Das geht. Aber guck mal, das stehen jetzt überall Wachen in den Türen. Da muss man jetzt irgendwie vorbeikommen. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwer gibt einem auch eine Zugangskarte, aber anscheinend war das weiter unten. Wir reden mal erstmal mit der Wache hier. Oh, Dusa werden getöten aus. Sehr freundlich. Zurück. Na, ja, das ist auch freundlich. Dann, zurück. Wenn er sagt zurück, dann gib ihm doch zurück. Ja, ja, ich meine, man kann theoretisch einfach so von der Seite, man kann ihn nämlich... Ja. Dann, ey! Kommt man... Das guck mal, jetzt greifen die einen an. Jetzt darf man ihn nicht töten. Ah, so, jetzt kommt er. Aber hat er so ein bisschen verletzt. Naja, verletzt. Die kommen auch nicht hinterher. Nee, nee. Die haben ja Angst. Guck mal, ist ein Kind. Ein Monster! Achso. Ist das Kind jetzt weggerannt? Schade, hätte ich mal vorher schon gespeichert. Weil, was mir nämlich auch passiert ist, wenn du den angreifst, tatsächlich mit Laserschwert, nee, eine Sternlaserfalle, wenn du Machtgeschoss machst, dann greifen die dich an. Und wenn du wegrennst, dann tötet der nämlich das Kind. Das ist schon passiert. Ja, die sagen alle nur zurück. Ich glaube, du kannst auch diese Energiekugeln werfen, um die wegzuschubsen. Bestimmt. Warnung, Dusa. Gungana große Krieger. Naja. So. Hey. Da. Vorbei. Ah, der gibt nichts. Einem nämlich eine Karte. Dusa, der Auswäldler, gebracht hier von Jaja. Das war doch gerade eine... Ach. Okay, da hinten war Jaja. Was ist mit Jaja geschehen? Dusa nicht kann obachten, Jaja. Den Aufzug nicht zurück, Kommi. Gibt es einen anderen Weg zu den Gefängniszellen? Verleuge den anderen Weg, wenn finden wollen, Jaja. Können Sie mir helfen? Hier, dies Karte ja, helfen werden öffnen da. Viele Türen in Otogunga. Ein Monster! Helft mir! Das war nämlich Jaja, ne, in dem Aufzug. Ja, genau. Ich habe schon gedacht, warum redet der mit zwei verschiedenen Stimmen? Das habe ich schon. Ey. Ich greife doch niemanden an. Wollte ich den Windschatten nicht in der Hand haben? Hier muss man... Ja, genau. Hier muss man dann... Genau. War da unten irgendwas? Muss man da runternehmen? Nee, ich glaube nicht. Man musste halt nur... So, und jetzt wieder Machtschluss, meine ich. Noch so Luftblasen. Ein Auswäldler? Wo kommen du da her? Jaja Binks hat mich hierher gebracht. Jaja Binks? Ich denke ein Verband. Ja, das ist mir ja. Er ist zurückgekehrt und ich bin hier, um ihn zu retten. Ach ja, ich weiß. Muss man hier erst ins Wasser nehmen, ne? Man muss immer von. Genau.
Ja, wie heißen die Dinger? Von Ding zu Ding springen. Aber ich meine, manche fahren nach unten, ne? Ja, die fahren alle nach unten, wenn man da drauf stehen bleibt. Aber ich hole mir trotzdem. Ja, ist das Teil, hab ich mir gedacht. Ist nämlich genau auf das Teil, auf dem Teil gehandelt oder nee. Der fährt jetzt nicht hoch, solange man im Wasser ist, ne? War das ja, so? Ja, genau. Oh Mann. Ist dann wieder raus. Da muss man warten. Ich glaube aber, wenn du die Blaster auswählst, kannst du mal sehen, wie viel Schluss du hast. Ich glaube, wir haben noch genug. Ja, aber man kann nie genug haben. Ja. Oder? Ja, ist ja auch egal. Ich meine, ich versuche es jetzt noch einmal, wenn es nicht klappt, dann ist auch egal. Ja, wunderbar. Aus der Blase rausgesprungen. Greift der Fisch dich da eigentlich an, wenn du rausspringst? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind nur zu Deko. Ja, kann auch sein. Greifen die Wachen einen nochmal an? Schnell vorbei daran. Ja, ich glaube, die Wachen greifen einen sogar an. Kommt doch schon. Du sag, geh an zu der Oberfläche, Auswäldler. Musst du mal hier reingehen, ne? Ja. Ah doch, da sind. Hallo? Da sind Energiekugeln. Aber schlimm, man muss sie gar nicht rein. Ah ja, okay, ist ja egal. Hier ist nicht sauer. Und die kommen hier nicht rein. Doch. Oh. Da hinten muss man, glaube ich, hin. Aber wir können ja mal kurz hier gucken, was hier ist. Da sind nämlich noch mehr Energiekugeln. Die liegen hier, weil man die eigentlich theoretisch hier braucht, ne? Ja, weil die Wachen auszuschalten. Halt. Aber Machtschuss funktioniert genauso, also. Ja. Ich glaube nur, man muss aufpassen mit Machtschuss, weil irgendwann sterben die dann, glaube ich. Ja? Okay. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... Ist ja auch kein Alarm schlagen oder so, dass einer runterfährt. Versuchen die einfach nur zu töten, wenn sie es nicht schaffen, sagen sie, ja okay, ist egal. Nicht ja, geschafft. Müssen sie ja zugeben, dass sie versagt haben. Lieber die Klappe halten. Ein Auswäldler? Wo kommen du her? Ja, ich wollte... Ich habe leider im Moment keine Zeit, um mich mit ihnen zu unterhalten. Ich spreche eigentlich immer gerne alle an, weil wer weiß, vielleicht sagen die noch irgendwas. Ja, du sah mächtig hässlich was? Auswäldler. Was hast du gesagt? Ups. Ist schon wieder weg. Ja. Die da, zu dem Vaterhaus. Hä? Hä? Du sah mächtig hässlich Auswäldler. Ja, hat er auch irgendwo recht. Ja gut, im Vergleich zu den Gungalern. Da ist übrigens... Nee, doch nicht. Ich dachte, irgendwo ist unser Bongo. Da ist ein Knopf. Ich weiß nicht, ob man ihn drücken muss. Ich habe irgendwas gehört, aber... Ah, ich glaube, da ist jetzt irgendwas mit Zeit... Kann das sein? War da was? Ich meine jetzt... Hä? Nee, ich glaube, das war schon. Ist das diese Tür, die hier zugeht, oder irgendwie sowas? Mit der Zeit? Ich glaube, dieser Kanal, wo du durchläufst, irgendwann, Geht der zu, ne? Geht der runter? Siehst du, da fährt tatsächlich. Ja, der ist nach unten gefahren, nein, tatsächlich. Wie du sage, komme nach unten hier. Ich habe eine Schlüsselkarte. Welch Gungana gegeben, du sagst Schlüsselkarte? Ich muss sehr wichtig sein, wenn ich eine Schlüsselkarte habe. Machtüberredung. Das sind immer dieses schönen Pink unterlegt. Sehr wichtig sein, wenn du Schlüsselkarte hast. Genau, das ist dieser Machtspruch. Die Musik hängt übrigens wieder schon. Ja, ich hab's gar nicht gemerkt. Wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit. Sollte ja wieder passen. Wo geht's da? Oh, da ist. Da war doch irgendwas, oder? Warum muss man da nochmal hin? Ich erinnere mich, dass man da hin musste, aber warum? War. Ein Auswäldler! Ach, den Knopf kann man nicht. Die Tür kann man nicht öffnen. Ja, genau, man muss da irgendwie. Ja, man muss da unten irgendwas machen. Stimmt, stimmt. Da oben sind nicht überall Knöpfe. Ah, ja.
Wurde ich jetzt in die Wand geschoben? Zieh mal dran, auch nicht. Ja, okay. Habe ich jetzt gedrückt? Nee. Nee, machen wir. So, jetzt hört man noch was. Genau. Ich muss, glaube ich, sich auch wieder beeilen, ne? Nee, ich glaube hierbei nicht. Sondern nur, wenn man diesen grünen Knopf da unten gedrückt hat, muss man sich, glaube ich, beeilen, oder? Ich weiß es aber nicht. Ich beeile mich trotzdem einfach mal. Zur Sicherheit. Naja, ah, ist klar. Da geht runter. Und der letzte ist runtergegangen. Konnte man da dieses Ding jetzt da nochmal draufschieben? Oder muss man da selber draufschieben? Da muss man selber. Das sieht auch nicht besonders hoch aus. Irgendwie. So, so, wenn man jetzt da draufspringt. Genau, und jetzt genau, muss man sich, glaube ich, beeilen, ne? Ja, jetzt ist die Tür hier auf. So, und das war auch tricky hier, glaube ich, ne? Das war. Man musste das Teil dahin ziehen und das war aber, das war ziemlich schwierig, weil man sich da beeilen muss. Die Tür geht nur für eine bestimmte Zeit auf, ne? Genau. Aber man muss hier auf jeden Fall runterspringen. Genau, man muss das komische. Darfst du diesem Spiel eigentlich falsch haben? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Schaden bekommen haben gerade. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Nein! Ja, schon zu spät. Ey, was gibt's auch gar nicht? Es gibt aber keinen Fallschaden. Wir sind immer noch auf 82. Aber gut, weil es gab nämlich bestimmte Höhen, da stirbt man auf jeden Fall, aber ansonsten gab es nur Tod oder. Oh, Feinbar! Gut geschafft. Müssen wir mit dem Typen reden, ne? Ja, genau, der war so ein bisschen. Was du da tun hier? Ja, was ist mit Jar Jar geschehen? Sie nehmen Jar Jar zu Zellellen unten. Binks gebrochen den nicht zurückkommi Gesetz. Er wird dann bestraft. Das haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal gehört. Ja, komm, was machen Sie mit der Kontrollkonsole? Mein Sir bedienen den Aufzug. Können Sie den Aufzug für mich in Bewegung setzen? Ich helfe, du Sir, aber erzähle niemanden. Ups. Die Waffe weg. Ist das der Aufzug? Nee, dann. Oder was? War das da hin? Ja, ne? Was ja, sieht so aus. Wieder ein bisschen schubsen. Geh zur Seite, okay, Auswäldler. Fällt er genau da. Hallo. Irgendwie brechen ihre Angriffe ab. Haben schon Respekt vor denen. Ach so, ja, ich kann auch einfach so machen. Lass sie mal raus. Dann kommen die nämlich. Komm mal. Tschüss. Aber hier weiter kommen die, glaube ich, nicht. Nee. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich muss. Ein Auswählter! Da unten ist auch unser Schiff auf jeden Fall. Da müssen wir nicht hin. Das okay. Heißt, wir müssen da lang, ne? Würde ja Sinn machen. Ja. Sieht richtig aus. Da. Jo, ist da ist doch Jar Jar. Oder? Ist das? Sieht eher nach einer harten Strafe aus. Zurück! Wie du sagst, achso, das ist nicht Jar Jar. Ich wechsle den Witzel. Ich bin hier, um Jar Jar Binks zu holen. Jar Jar Binks will leiben in Zelle, Auswäldler. Es ist gefährlich, Jar Jar hier zu lassen. Stimmt ja auch irgendwo, ne? Dies gefährlich zu Jar Jar hier. Gemacht viele Unfälle. Bitte Dusa nehmen weg. Ja. Jetzt bitten die mich darum, den wegzunehmen. Verschwinde mit Jar Jar Binks.
Hey, Jaja, komm. Meinser Hilfe geben hier. Boss Ness wird uns einen Bongo geben, mit dem wir dann nach Theed reisen, um die Naboo zu warnen. Du musst uns beim Navigieren helfen. Gehen Weg durch Zentrum, schlechte Idee. Aber Meinser hassen sterben. Meinser helfen, du sa Weg durch Zentrum nehmen. Der hasst das Sterben. Oh, ja, lass uns gehen. Nein. Ist ja auch schon 10-mal gestorben, so ungefähr. Ich mag das überhaupt nicht. Da unten ist, da hinten ist noch einer, eine Gefängniszelle. Guck, das ist nämlich eine Gefängniszelle. Das ist eine Jaja. Und Jaja hatte dann wohl Isolationshaft, oder? Ja, zu gefährlich. Wie unhoflich. Was hast du gesagt, Jaja? Ich hab's... Entschuldigung. Ja, er hat sich schon wieder entschuldigt. Okay, er hat sich wieder entschuldigt. Dann ist ja alles gut, Jaja. Entschuldigung. Aber er meint das, glaube ich, eher ironisch, so. Entschuldigung, was machen Sie da? Quasi so meint er das. Von, wechseln Sie ja immer die Richtung. Ich weiß es nicht. Hallo, Junge! Meint ihr Auge obachten, hey. Qui-Gon! Schnell, schnell, lauf! Jetzt fangen die auch noch an, diese blöden Kugeln zu schmeißen. Jetzt kriegst du auch noch Schaden von. Ich hab mich auch wieder anzuckt. Okay. Wir müssen immer uns beeilen. Die Bevölkerung von Thief muss gewarnt werden. Ich werfe immer noch. Wir seid toll. Oh die Königin vor dem Angriff der Handelsföderation warnen. Hinter dieser Brücke liegt die Stadt Theed und der Palast der Königin. Folge mir, Obi-Wan. Meinser hören große Maschinex. Vorsicht, hinter dir. So, dann würde ich mal sagen, speichern wir hier und beenden auch diese Folge. Dann würde ich sagen, tschüss und bis hoffentlich bis zur nächsten Folge.